laufen gerade zu den Seals, zu der Seal-Colony. Wir werden uns die mal schön angucken. Hoffen, dass wir da ein schönes Video von machen können. Das ist eigentlich die größte in Australien. Haben die es gesagt? Ich weiß gar nicht bestimmt, oder? Ich glaube nur noch, das ist auf jeden Fall hier die höchste Klippe in Australien. Ja, in Victoria. Ah, in Victoria. Warte, siehst du welche? Nee. Die sind aus. Die sind alle Essen holen. Kannst du gar keine Seals sehen? Nee, ist aber auch, glaube ich, nicht so gemütlich da unten gerade. Machst du denn da? Also eventuell ist ein bisschen Wasser reingelaufen. Wie das? Von unserem Wassercontainer. Da hat es so ein bisschen reingetropft. Eventuell ist das nicht so ganz zugemacht worden. Und jetzt haben wir hier die Nudelpackung. Mit der schöpfen wir jetzt hier das Wasser raus. Funktioniert super. Wir haben gerade einen sehr großen Spaß dabei, das Dachzelt abzubauen morgens bei 2 Grad Celsius. Man es hier gut erkennen kann, aber ich habe gerade auf jeden Fall auch einige Eissplitter auf dem Dachzelt gefunden. Also jetzt auf jeden Fall gefroren heute Nacht. Also hier gibt es noch einige mehr von diesen Eissplittern, auch größere. Ich kann meine Hand daneben halten zum Größenvergleich. Also hier war es auf jeden Fall heute Nacht ziemlich kalt. Ich versuche gerade das Zelt zumindest von innen trocken zu kriegen. Nachdem wir heute Nacht fast erfroren sind, sind wir jetzt in Mount Gambier angekommen und da hat jetzt angefangen, hat das Auto angefangen, merkwürdige Geräusche zu machen. Und wir haben den Ölstand gecheckt, der ist non-existent, also werden wir mal ein bisschen Öl nachfüllen und hoffen, dass das die ganze Sache löst.